Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Bros. Hast mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht das hier. Ich bin mit der Shelly unterwegs. Nein, ich bin nicht mit der Shelly unterwegs. Und ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen. Lieblingsbrawler? Fragezeichen. Ja, welches ist eigentlich zurzeit oder überhaupt mein Lieblingsbrawler? Und was mich natürlich auch interessieren würde, welches ist euer Lieblingsbrawler zurzeit? Also, man muss immer nur von zurzeit sprechen, denn das ändert sich ja auch mal. Also, ab in die Kommentare damit. Und dann hinterlasst mir mal, welchen ihr am liebsten spielt. Vorab würde ich schon mal sagen, vielen lieben Dank für die coolen Tipps von euch, was den Daryl betrifft. Denn man hat mir ja, zumindest einer hat mir geschrieben, ich soll den ein bisschen defensiver benutzen. Das habe ich auch getan. Und ihr seht das hier. Okay, manchmal verliert man natürlich auch, aber ich hab das ganze Ding hier auch. Nee, das war noch der Brok. Das war noch der Brok, aber hier haben wir zum Beispiel einen Showdown mit mir, den haben wir ganz klar im ersten Platz belegt. Und also dort habe ich dann tatsächlich ein bisschen defensiver gespielt. Die anderen Sachen, die sind jetzt nicht so, ja, ich meine hier auch. Also es funktioniert schon, aber letztendlich wollte ich heute mal einen ganz, ganz besonderen Brawler spielen, den ich eigentlich nicht so häufig spiele. Denn es ist der Kollege. Fassroller hier, hätte ich mal fast gesagt. Also es ist der Kollege Daryl, denn ich glaube, der ist ziemlich stark. Der ist ziemlich stark, wenn man ihn geschickt spielt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ihr seht das auch hier, ich habe wieder alle Sachen, ja fast alle Sachen auf, weil ich halt auch nicht so super Brawl Stars spiele und sehe, dass ich hier genau ein Haar oder Brille habe. Das ist natürlich ein bisschen döselig. Also wollen wir mal rein. Schauen. Ich habe jetzt auch gelernt, dass die Events hier unten immer so einen kleinen Special haben. Also hier haben wir einen, wie heißt das hier? Meteorschauer mit, wie heißt das da? Verbündeten herumzulaufen kann gefährlich sein. Also hier gibt es wieder die Einschläge. Aber die Tage waren auch schon Sachen dabei, wo man so eine Flasche sammeln konnte. Da hatte man dann so ein Special Power, war ein bisschen schneller und so weiter. Und ich denke mal, das Ding spielen wir jetzt im Showdown, im Duo einfach mal. Wir testen, also ich teste den Daryl hier nicht an, denn ich habe ihn jetzt schon ein, zwei Mal gespielt. Aber es kommt auch immer ganz auf die Kombi an, mit dem man diesen Charakter hier spielt. Und wir schauen mal, wie das hier überhaupt aussieht. Okay, da haben wir gleich eine Kiste da. Jawohl, die holen wir uns natürlich. Und dann geht das hier jetzt erstmal weiter in die Base rein. So, wo geht denn mein Kollege hin? Mein Kollege heißt übrigens Jesse. Und da können wir ruhig, hier können wir ruhig schon mal ein bisschen reinfetzen. Das ist überhaupt kein Thema, denn unser Special lädt sich hier ja auf. Und ja, der war jetzt nicht so gut. Okay. Okay, ihn sein Special hat sich auch aufgeladen. Naja. Ja, so fängt halt immer jede Folge an. Man muss erst mal kurz mal warm werden. Erstmal kurz mal warm werden. Und wir machen in jedem Fall noch ein Spiel, ob jetzt mit Jesse oder nee, Penny ist das, ne? Penny, Jesse. Ich kann die beiden ganz, ganz schlecht unterscheiden. Aber gucken wir mal rein, wie das hier weitergeht. So, null auf die anderen warten und dann geht das wieder los. Also auf in den nächsten Brawl hier. Mit dem Partner. Ah, okay. Da hat. Wo schießt er denn hier hin? Okay. Da kommen die zweiten, haben wir auch. Und dann gucken wir mal, dass wir hier unserem Kollegen hier folgen. Ach ja, okay. Auf die Einschläge. Da müssen wir natürlich ein bisschen achten. Und dann nehmen wir ihm. Was macht er hier? Was hat er vor? So, einmal so ein bisschen rumgegangen hier. Und den macht ja jetzt wohl mein Kollege da hinten fertig. Na, ne? Jawohl. Den macht mein Kollege schon mal fertig. Das ist sehr, sehr schön. Hier unten haben wir nichts. Jetzt sind wir gleich schon im Nebel hier. Da müssen wir kurz mal raus. Aber kein Thema. Alles easy und locker. Manchmal muss ich auch so ein bisschen wirklich nach oben gucken. Beziehungsweise ich muss immer so ein bisschen natürlich auf mein Handy gucken. Und denn ich kann es nicht steuern, wenn ich jetzt oben. Oh, Vorsicht, da ist gleich ein. Da könnte. Man sieht den Einschlag ja aufgrund so eines Kreises. Und ja, da sind die Kollegen. Komm, 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 komm. Den holen wir uns hier. Holen wir uns den wirklich? Ach, schade, den haben wir uns. Doch, den haben wir uns geholt. Aber mein Kollege muss jetzt mal so ein bisschen am Ball bleiben da. Komm. Ei, der bleibt auch nicht am Ball. Okay, aber immerhin Zweiter geworden, beziehungsweise Dritter geworden. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann auf jeden Fall so weitergehen. Und der Kollege hat auch noch mal Bock. Klar, mach ich doch mit dem mit. Kein Thema. Und denn
Mit dem sind wir relativ oder können wir relativ gut sein. Oh, wir haben hier jetzt mal nichts in der Ecke. Okay, Toto, da ist natürlich blöde, da so rumzuschießen. Dann, oh, da ist gleich schon so ein Einschlag. Okay, der tat jetzt nicht ganz so weh. Holen wir uns die beiden hier auch noch. Ja, die beiden holen wir uns auch noch. Ich habe gleich meinen ersten Special schon aufgeladen. Das ist wirklich super. Naja, komm, Kollege. Rette mich oder rette dich. Ich habe den ja noch fast bekommen da. Okay, da muss er jetzt eben mal weg. Das kann ich mir jetzt mal von vorne angucken. Ich bin zurück in 3, 2, 1. Jetzt. Oh, mein Kollege war wieder weg. Aber ist egal. Dritter Platz ist immer gut. Und er hat jetzt keinen Bock mehr. Okay, dann wechsle ich auch jetzt mal, glaube ich, das Spiel. Wir gucken mal, ob wir uns die Marke schon mal reingespielt haben. Jo, das haben wir schon mal gemacht. Stimmt gar nicht. Haben wir noch gar nicht gemacht. Wieso haben wir den nicht? Ach nee, wir sind nur Dritter geworden. Wir müssen Zweiter werden, um hier die Marke zu kriegen. Okay, dann sehen wir mal zu, dass wir Zweiter werden. Mal sehen, wen wir jetzt in der Paarung haben. In der Paarung haben, im Pärchen haben. Es ist. Oh, es ist ein Brok. Okay, der sollte besser hinter mir bleiben. Denn dann tue ich mal so, als wenn ich hier der Tank wäre. So, da oben kommen schon die ersten Gegner. Und mein Special ist allerdings jetzt gleich schon offen. Da ist mein Special schon auf. Oh, shit, da hat es mich jetzt mit dem Einschlag erwischt. Aber komm, Brok, hol dir die Marke. Da ist doch. Ah, die holt sich jetzt der andere Brok. Ah, shit. Mensch, geh da weg. Du musst doch sehen, wo die Einschläge sind. Weil man erkennt das ja schon ziemlich gut. Jetzt läuft er da wieder rein. Wieso läuft der da immer in die Nähe der Einschläge? Naja, gut. Okay, das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber da sollte man denn schon raus. Ich meine, zu Anfang habe ich das ja auch nicht gerafft. Wenn ihr meine ersten Folgen seht und mal in die Playlist von Brawl Stars guckt, dann werdet ihr sehen, dass ich das auch nie gerafft habe. So, aber so wirklich Kisten haben wir hier jetzt nicht mehr. Also wir sollten jetzt schon so ein bisschen vielleicht mal in die Offensive gehen hier. Mal sehen, wo denn unsere anderen Kameraden sind, beziehungsweise unsere Gegner. Wo die sich hier so rumfetzen. Gucken wir mal. Ah, da ist schon mal einer. Okay, dann müssen wir den schon mal überrollen hier. Den haben wir geschafft, Kornbrock. Hol dir das Ding. Jawohl. Hol dir das Teil. Und wir holen uns jetzt auch den zweiten Kollegen hier von ihm. Denke ich mal. Mal sehen, ob wir uns den holen. Ah, schade. Haben wir nicht ganz gepackt. Ah, da ist nur Nita da. Und wir sind wieder Dritter. Ah, wieder Dritter geworden. Shit. Irgendwie ist Platz 3 heute unser Platz. Aber war eigentlich ein gutes und faires Match, muss ich mal so sagen. Aber wir haben die Marke immer noch nicht. Und deswegen spielen wir hier natürlich noch ein Spiel weiter. So, lasst euch übrigens von den Schnitten nicht irritieren hier. Denn ich will nicht sagen, vom Murks Sachen schneide ich raus oder so. Nein, das mache ich natürlich nicht. Oh, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Kamerad ist zurück in. Okay. Da müssen wir erstmal ein bisschen weg hier. Damit wir unseren Kollegen auch wiederbekommen. So, wo ist er? Da ist der Kollege. Wer ist es denn eigentlich? Ach, das ist wie dieser Raucher hier. Leon. Okay, wir haben Leon. Leon, komm doch. Hallo. Brawler, die rumstehen, sind keine Brawler. Kollege, komm ran. Willkommen. Kommt einfach nicht. Steht denn nur rum, ey? Also bitte, ey. Dankeschön. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er hier. Na, super. Wo ist denn unser Kollege eigentlich? Mann, 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 Mann. Holla die Waldfee. Der hat sich aber Zeit gelassen. Immer noch fünf Teams da. Und, dann müssen wir hier doch jetzt mal, glaub ich mal, hier ein bisschen reinrollen. Ey, den haben wir. Ah, das war der Einschlag. Wieder der Einschlag. Aber ich habe da oben den nicht Bull war es, sondern El Primo war es. Okay. Also, sag mal, da steht der einfach nur so rum. Ich könnte kotzen, ehrlich. Ich meine, wenn du natürlich sowas hast. Dann hast du auch keinen Bock mehr auf Brawl Stars, wenn die Leute mal so gar nichts machen. Okay, da haben wir hier wieder einen Bull an der Hand. Hoffen mal, dass der weiß, was er macht. Ich meine, ich weiß ja auch nicht genau, was ich mache, aber ich glaube, der Daryl gefällt mir ganz gut. Ist zumindest ein
cooler Charakter, mit dem man richtig viel reißen kann, auch im Endgame hier, also im End-Shutdown, den ich auch gerne mal jetzt mal irgendwie erreichen würde. Okay, mein Bull hat als Tank nicht ganz so die Lust. Ah, jetzt kriegt er plötzlich doch Lust darauf. Aber wir müssen hier schon ein bisschen aufpassen. Der Flaschenwerfer hier. Und nochmal der Flaschenwerfer, da haben wir ihn. Also ich sage immer Flaschenwerfer. Manchmal ist es ja auch der Dynamite-Werfer da, den ich immer noch nicht habe. Aber wir haben schon mal ein ganzes Team, glaube ich, ausgeschaltet. Kann das sein? Schauen wir mal. Da ist noch wieder so ein Flaschenheinz. Wo ist er? Okay. Also mit dem Daraufrollen finde ich richtig, richtig nice, muss ich sagen. Auch, dass er seine Fähigkeit selber aufbaut hier. Denn der kann richtig viel reißen im Überraschungsangriff. So, da ist meine Fähigkeit wieder offen. Aber immer noch vier Teams hier. Da links, 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 links. Aber hier sind wir jetzt gleich auch schon im Regen drin. Im Regen, im Gift drin. Oh. Ja, das ist natürlich, wenn sich die Teammates nicht absprechen hier. Und er, komm raus aus der Bombe da. Das ist ja, sag mal, was ist denn mit euch los? Kratereinschläge können die... Kann hier ja keiner ab, ey. Meine Herren, das wird ja aber heute eine qualvolle Folge. Echt. So, natürlich bleibe ich dran hier mit dem Kollegen Daryl. Das nehmen wir schon mal nicht mit hier, okay. Das lassen wir gleich mal da. Warum sollen wir das auch mitnehmen? Das können sich ja andere holen. So, wir sind mit El Primo unterwegs. Okay. Mal gucken, ob die Kombi irgendwas taucht. Wir haben ja jetzt schon einige durch. Zumindest hatten wir jetzt schon öfter mal den Bull. Und da haben wir schon mal jemanden, den wir als Opfer bezeichnen können. Okay, wir müssen aber selber mal wieder ein bisschen auf die Einschläge achten. Ja, das holt sich unser El Primo, okay. Der geht jetzt weiter unten rein, aber wir haben immer noch fünf Teams. Das heißt also, weg da, weg da. Oh, da achtet hier keiner auf die Einschläge. Was ist denn mit euch los da? Nein, jetzt von hinten natürlich. Oh, El Primo, wir müssen uns ein bisschen besser absprechen. Immer noch fünf Teams, ich glaube, das wird nichts. Weil die werden den El Primo hier jetzt jagen. El Primo, weg da von den Einschlägen. Und ich bin jetzt gleich zurück. Bin ich zurück? Ja, ich bin zurück und mein El Primo ist noch am Leben. Gibt's ja gar nicht. Kann ich gar nicht glauben. Und da oben holt er sich das Teil auch noch. Wow. El Primo. So, jetzt sind wir aber schon mal drei Teams. Es wäre schön, wenn wir jetzt gleich nur noch zwei Teams sind, dass wir wenigstens einmal hier Zweiter werden. So, ich muss noch ein bisschen Heal gerade mal aufbauen. Denn ich weiß jetzt nicht, kriegen wir den? Jo, den haben wir gekriegt hier. Den Bruch. Komm, El Primo, wo bist du? Wo ist mein Teammate? Scheiße. Da ist mein Teammate. Und da geht's hin. Komm, erstmal ihn hier, den Bull. Nein, der Einschlag. Der Einschlag trifft mich nicht. Das ist schon mal ganz gut. Der Einschlag trifft mich nicht. Also nochmal ein super spannendes Ende hier. Ach, scheiße. Ich konnte meine Ulti nicht mehr zünden. Komm. El Primo, reiß es. Bitte, bitte, bitte. Weg da aus dem Krater. Ah, shit. Aber wir sind Zweiter immerhin. Gottes Willen. Wir haben die olle Marke, aber ich glaube, es ist eine coole Truppe und wir haben ja auch so ein paar Marken geholt. Richtig krass. Und ich verlasse mal. Es ist, glaube ich, doch besser. Aber ihr seht das, so mache ich so ein bisschen meine Pokale hier. Kann jetzt noch ein Kistchen öffnen. Das machen wir natürlich auch. Mal schauen, was drin ist. Wir haben einmal ein paar Münzen. Okay, ich weiß immer noch nicht, wie die das im Endgame machen, dass sie ihre Bros hier leveln. Oh, wir können die Penny zumindest ein Level hochbringen. 25 für den Brok. Das ist krass. Und einen Boni haben wir auch noch. Okay, die Ereignissticker. Das zeige ich euch in der nächsten Folge, was es damit auf sich hat. Also die Marke habe ich jetzt schon mal drin. Alter Falter. Hier unten gibt es das Ereignis. Alle gegen einen. Das ist sehr, sehr interessant. Da mache ich eine extra Folge, glaube ich, von. Denn das raffe ich noch gar nicht. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Glocke abonnieren, wenn ihr ein bisschen mehr von Brawl Stars mit mir sehen wollt. Und nicht vergessen, falls ihr neu seid auf meinem Kanal, einfach mal den Abo-Knopf finden und drücken. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao, euer Toto Brawl. So, jetzt machen wir das Ding hier aber auch mal aus.